Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen ersten Advent. Bei uns hat es pünktlich angefangen, heute Nachmittag irgendwann so ein bisschen zu schneien. Nicht so schlimm, dass zwar hier eingeschneit werden, aber so fürs Auge ist es ja doch hier und da ganz nett. Ja, ich habe in den letzten Tagen öfter mal zu hören bekommen, boah, Susanne, mach doch noch mal so ein Gespräch. Das ist immer so schön, wenn du aus den Augen des Ottos redest. Kannst das nicht öfter machen. Und ich habe heute gedacht, machen wir es nochmal. Ich hatte bis eben noch nicht so richtig die Einstellung dazu, mich an diesen Orakeltisch zu setzen. Aber dann hat es Bing Bing gemacht und dann habe ich gedacht, komm, spielen wir eine Runde. Schauen wir uns das an, was das Universum uns zu erzählen hat. Und ja, dann tue ich manchen den Gefallen und werde einfach mal gucken, wie es auf der anderen Seite so aussieht. Ich suche mir erst ein paar Überschriften und dann mache ich das so ähnlich wie beim letzten Mal mit den Yin und Yang-Karten, um zu gucken, was ist auf der anderen Seite los. Die andere Seite, die ein bisschen im Karussell festhängt. Irgendwann, glaube ich, würde es mir dann schlecht werden, aber gut, jeder Mensch ist anders gestrickt. Wie sieht der Otto zurzeit das Ding mit der Liebe? Und Otto ist dein Herzensmensch ein Gegenüber, in diesem Kollektiv auch gern mal die Zwillingsseele, aber nicht zwingend. Wie ist sein Energielevel zurzeit? Der sieht dich zurzeit als ein Wesen an, das schon sehr leidenschaftlich unterwegs ist, das auch für seine Ziele brennt, das sich so leicht nicht aufhält, aber er kann nicht so richtig sich mit dir befassen, weil gerade ein wichtiges Thema in seinem Leben die Finanzen sind. Da möchte er mehr Stabilität bekommen. Noch zwei, drei Karten und dann geht es ins Gespräch. Die Angst ist immer noch sehr präsent und lähmt ihn manchmal auch. Ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Liebe zu leben. Und vor der Liebe hat er einfach Angst, weil er gar nicht weiß, wie das geht, das Ding mit der Liebe. Deshalb flüchtet er ja auch nach unendlich innigen Momenten, so schnell wie er kann, nimmt er die Beine in die Hand. Das ist der Grund dafür, dass er reingerauscht kommt. Dann denkt er, wow, und dann hat er aber Angst davor, sich diesem Gefühl zu widmen, weil alles, was er an Zuwendung bekommen hat, ihm irgendwann wieder genommen wurde. Und das hat diesen Mann halt einfach sehr geprägt, muss ich immer dazu sagen, weil den Otto versteht man nicht so im Spazierengehen nebenbei. Da muss man schon echt sich ein bisschen Zeit gönnen, um das System Otto zu kapieren. Und wem ich dabei behilflich sein kann, dem bin ich von Herzen gern behilflich. Und ja, möchtest du da ein bisschen Unterstützung von meiner Seite, findest du die Daten, die du brauchst, in der Infobox verlinkt. Also das Thema Angst beschäftigt ihn auch nach wie vor. Das hat aber auch immer damit zu tun, wie zuversichtlich du bist, dass er es schaffen kann, diese Hindernisse und Stolpersteine, die da noch sind in seinem Leben, zu überwinden. Das kommt aber auch darauf an, inwiefern du in der Lage bist, in deinem Leben positive Veränderungen zu starten. Ja, und dann das Yang-Prinzip, ne, ist gerne jemand, der die Hände aufhält und erwartet, dass es einfach von wie Sternschnuppen heruntergerieselt kommt. Das würde er sich wünschen. Ja, also die Yang-Karte sagt mir einfach, ist in der weiblichen Energie noch. Also nix, ich kämpfe hier für die Liebe und nix, ich bin der Gentleman und komme hier auf meinem Ross vorbei galoppiert. Für die meisten wird es noch nicht so sein. Einige andere haben aber den Weg zueinander gefunden und auch eine gute Möglichkeit gefunden, mittlerweile miteinander zu kommunizieren. Für die freue ich mich. Jedes Mal, wenn ich so eine Botschaft bekomme, hüpft mein Herz dann und dann weiß ich auch, dass ich das, was ich hier erzähle, nicht umsonst tue. So, ich konzentriere mich jetzt auf den Otto und frage das Universum, was möchte er seiner Herzensdame denn mitteilen heute? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du tönst mich unwahrscheinlich an.
Ich habe immer wieder Gedanken an dich und wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft du Dinge angehst und Ziele verfolgst, macht mich das manchmal ziemlich sprachlos. Ich weiß, dass dieses Feuer ebenfalls in mir steckt und ich weiß, dass dieses Feuer sofort zum Erglühen kommt, wenn wir uns zusammentun. Wenn wir uns zusammentun, das fühlt sich an wie Perfektion. Wir können uns gegenseitig inspirieren, animieren. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, fehlen mir diese inspirierenden Gespräche auch mit dir, ganz zu schweigen von all den Sachen, die wir sonst noch miteinander unternommen haben. Es würde mir leichter fallen, auf dich zuzukommen, wenn du mir ein Angebot machen würdest. Du weißt, dass es ein Werkzeug gibt, auf das ich immer reagiere, und das ist dein Körper. Ich rede aus der Sicht des Ottos, ja? Also das heißt jetzt gar nichts. Wir haben im Frühjahr so viele Samen ausgesät. Die Früchte waren im Grunde reif und ich habe es vergeigt. Ich bin zur Ernte nicht erschienen. Und trotzdem ist da in mir noch dieser Funke. Ich möchte, dass wir es nochmal miteinander versuchen. Weil die Chemie stimmt, weil ich einfach unglaublich leidenschaftliche Gefühle für dich habe. Ich finde dich einfach rattenscharf. Aber was mich noch mehr beeindruckt, ist deine innere Leuchtkraft. Dadurch werde ich immer wieder magisch angezogen und schlussendlich beeindruckt mich deine Stärke auch. Ich muss gestehen, dass ich hier und da neidisch auf dich gewesen bin, weil wo ich dann immer noch nach Lösungen gesucht habe, weil die Probleme im Vordergrund standen, hast du irgendetwas getan und schon war es erledigt. Du hast dich auch selten wirklich aus den Socken hauen lassen und das hat mich sehr beeindruckt, aber es hat mich auch neidisch gemacht. Und dadurch habe ich immer wieder angefangen, Gift in unsere Verbindung zu streuen. Ich wollte, dass du von mir abhängig bist. Ich hatte auch bestimmte Verhaltensmuster, Abläufe im Kopf, wo ich gern gehabt hätte, dass du dich daran hältst. Aber du hältst dich an überhaupt keine Regeln. Und das hat mich lange Zeit aufgeregt. Schlussendlich habe ich das aber einfach nur bewundert, weil das von Stärke zeugt. Wenn jemand zu sich steht, und ich will das auch. Wir befinden uns noch im Herbst. Und ich habe Dinge erlebt, gerade in diesem Herbst, wo ich das Gefühl bekommen habe, auch von dir. Ich habe den Bogen überspannt und jetzt werde ich zurückgewiesen. Das hat mich wieder in meine Verlustängste zurückgestoßen und ich war nur ein Teil meiner selbst. Langsam fange ich wieder an, das Seelenband zu spüren und über die Reunion nachzudenken. Meine Seele weiß es längst, dass an unserer Liebe nichts vorbeigeht, aber es macht mich einfach unsicher. Meine Ängste ploppen immer wieder an die Oberfläche. Ich weiß nicht, es macht mich konfus. Ist es Wirklichkeit? Ist es Wahrheit? War es nicht nur viel zu kurz, um zu wissen, dass ich mich auf dich verlassen kann?
Ich höre dich jetzt schon wieder sagen, es gibt keine Sicherheit im Leben und in der Liebe auch nicht. Ich brauche diese Sicherheit aber. Aber das Universum sorgt gerade dafür, dass ich wieder mehr in meine Mitte komme und auch wieder gerechtere Urteile fällen kann. Die Dinge aus beiden Warten betrachten kann. Und nicht nur mich sehe. Das Universum hat dieses Jahr heftig eingegriffen und irgendwann kam mir die Erleuchtung, dass ich hier jede Tür geschlossen habe, dass ich so in den Widerstand gegangen bin, dass ich gedacht habe, ich bin hier derjenige, der weist, der weise ist, der den Weg weist. Durch diesen Widerstand habe ich all unsere Leichtigkeit zerstört. Ich muss an meinem Selbstwert arbeiten. Ich darf aufhören, immer wieder Erwartungen an dich zu haben für Dinge, die ich selber lösen muss. Ja, und diese Distanz musste ich einbauen, um dieses Gefühl von ich vermisse dich wirklich zu durchleben. So, das soll es, glaube ich, sein. Ich war immer der Schuldige für alle. Und damit das nicht passiert, habe ich mir das Glück irgendwann verboten. Ich habe diese Beziehung sabotiert und meine Angst hat diese Verbindung limitiert. Ich bin dir trotzdem unendlich dankbar für alles das, was ich gelernt habe. Und ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich schenke dir mein Licht und ich wünsche mir Momente, wo wir es gemeinsam wieder schaffen, das Leben zu zelebrieren, weil ich gespürt habe, dass Gedanken mich nur isolieren und aufhalten. Sobald ich in meiner Selbstliebe bin, werde ich dafür sorgen, diese Verbindung, die einfach göttlich ist, mit zu kreieren und dafür zu sorgen, dass alles in eine positive Richtung geht. Nehmen wir noch ein Abschlussstatement mit und dann lassen wir es mal wirken. Der Zug gehört hier nicht hin. Was will er noch sagen zum Abschluss? Ich habe mich zwischendurch ein wenig verloren. Wenig ist gut. Aber ich möchte wieder so fühlen, wie es war, als wir gemeinsame Zeit miteinander verbracht haben. Okay, das ist ja schon mal ein Ansatz, würde ich sagen, weil viele immer fragen, soll ich was tun, muss ich was tun, gebe ich euch da noch etwas mit an die Hand. Das heißt aber nicht, dass das jetzt dein Rezept ist. Du spürst bitte in dich hinein, ob du was tun musst, darfst oder nicht. Der Tipp des Universums an dieser Stelle ist, sperr dich nicht gegen diese Verbindung. Ihr seid ein altes Ehepaar und ja, manchmal ist es auch im Kollektiv so, ich schließe mich ja auch nicht aus, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Wenn es so ist, dann kann ich versuchen, da so ein bisschen Ordnung in die Gedanken zu bringen. Meistens gelingt das auch. Manche irritiere ich aber auch. Das ist dann der Moment, wo ich das Empfinden habe, es wird geschlafen. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Da sind mir manche dann auch schon mal böse drüber. Das kann ich aber nicht ändern. Das ist mein Auftrag hier auf der Erde. Ich drehe das Ehepaar jetzt auch mal richtig rum. So. Also, ne, wenn es wirklich so ein Seelenvertrag ist wie bei Zwillingsseelen und Dualseelen, geht in meinen Augen an dieser Liebe kein Weg vorbei.
Manchmal sieht man es ein bisschen einseitig aus seiner Warte und dann ist es auch schon mal ganz gut, die Perspektive zu wechseln. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben. Macht es euch wunderschön und gemütlich. Ich freue mich, von euch zu hören in Form eines Kommentars oder auf WhatsApp oder wie auch immer. Und bleibt mir alle gesund, macht das Herz auf und lasst die Liebe regieren. Bis dann.